Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Vortrag Der Krieg ist aus aus dem Karmeliterkloster begrüßen. Unser heutiger Referent Dr. Thomas Bauer nimmt die letzten Kriegstage des Zweiten Weltkriegs in Frankfurt in den Blick und ergänzt sie um die vorherigen Kriegsmonate. Er wird uns auch erläutern, warum wir uns heute an diesem besonderen Ort im Keller des Karmeliterklosters befinden. Bevor wir in die Materie einsteigen, darf ich unseren heutigen Referenten kurz noch biografisch vorstellen. Nach seinem Studium der Geschichte und Germanistik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main promovierte Thomas Bauer 1997 mit einer mit dem Johann Philipp von Bethmann Studienpreis ausgezeichneten Arbeit mit dem Titel Im Bauch der Stadt, in der er die hygienischen Verhältnisse und den Bau der Kanalisation in Frankfurt vom 16. bis zum 19. Jahrhundert untersuchte. Von 1990 bis 2015 wirkte er als freier Historiker und realisierte zahlreiche Ausstellungen zur Frankfurter Stadtgeschichte und publizierte mehrere Biografien, darunter zu Walter Kolb oder Johann Christian Senckenberg. Zu seinen Ausstellungsvorhaben zählen Themen der Sport-, Kultur- und Stadtgeschichte, darunter Festschriften zur Polytechnischen Gesellschaft oder zum Mainhafen oder der Geschichte der Mainova, sowie Ausstellungen zur Frankfurter Sportgeschichte, zum Waldstadion, zur Festhalle oder zum 100-jährigen Bestehen von Eintracht Frankfurt und dem FSV Frankfurt. Seit 2015 wirkt Thomas Bauer als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier bei uns im Institut für Stadtgeschichte in der Abteilung Zeitgeschichte und Gedenken. Er verantwortet unter anderem das Portal zur NS-Geschichte in Frankfurt, Frankfurt 1933-45.de und ist daher ein ausgewiesener Kenner der Materie. Lieber Herr Dr. Bauer, wir freuen uns auf Ihren Vortrag und Sie haben das Wort. Vielen Dank, Markus, und auch von mir einen herzlichen Willkommensgruß aus einem der unterirdischen Gewölbe des Karmeliterklosters. Für die Dauer der Ardennenoffensive diente der sogenannte Adlerhorst bei Langenhain-Ziegenberg in der Wetterau als Führerhauptquartier. Aus dem Bunkerkomplex, rund 45 Kilometer nördlich von Frankfurt gelegen, richtete Adolf Hitler seine letzte Neujahrsansprache an die Deutschen. In der kurz nach Mitternacht am 1. Januar 1945 ausgestrahlten Rundfunkansprache verklärte der Demagoge die Einsatzbereitschaft und den Durchhaltewillen der Volksgenossen zum, Zitat, Wunder des 20. Jahrhunderts. Einmal in Fahrt bog er sich auch gleich noch die im Kriegsjahr 1944 erlittenen katastrophalen Niederlagen als Beweise dafür zurecht, dass, Zitat, dieses Volk und dieser Staat und seine führenden Männer unerschütterlich sind in ihrem Willen und unbeirrbar in ihrer fanatischen Entschlossenheit, den Krieg unter allen Umständen erfolgreich durchzukämpfen. Zitat Ende. Mehrfach erklärte Hitler in der wie üblich von Pathos triefenden halbstündigen Rede eine Kapitulation des Großdeutschen Reiches für undenkbar und beschwor die Hoffnung auf den Endsieg. Über das aktuelle Kriegsgeschehen breitete der Oberbefehlshaber der Wehrmacht den Mantel des Schweigens. Tatsächlich stand die Wehrmacht längst auf verlorenem Posten. Die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie hatte die Endphase des Krieges eingeleitet. Nach 2,5 Monaten schwerer Kämpfe war das deutsche Westheer vernichtend geschlagen. Demoralisiert zogen sich seine Reste bis Ende August 1944 auf den Westwall zurück. Mit Aachen fiel am 21. Oktober die erste deutsche Stadt in die Hände der Alliierten. Im Osten hatte die Rote Armee zur gleichen Zeit die deutschen Heeresgruppen Mitte- und Nordukraine aufgerieben und war unaufhaltsam in Richtung Westen vorgedrungen. Mitte Oktober 1944 standen die ersten sowjetischen Einheiten
in Ostpreußen. Das Ende des Krieges schien in Sicht, als es der schon geschlagen geglaubten Wehrmacht noch einmal gelang, die alliierten Armeen mit der Ardennenoffensive vorübergehend in Bedrängnis zu bringen. Drei deutsche Armeen gingen am 16. Dezember mit dem Auftrag, den wichtigen alliierten Nachschubhafen Antwerpen zu erobern, gegen die amerikanischen Armeen zum Angriff über. Die deutschen Streitkräfte erzielten zwar große Einbrüche in die gegnerische Front, blieben aber noch vor der Maas stecken. An Neujahr 1945 stand die Gegenoffensive der Westalliierten unmittelbar bevor. Zudem war Hitlers Kalkül, dass die Koalition seiner Gegner infolge der verlustreichen Kämpfe in den Ardennen auseinanderbrechen würde, nicht aufgegangen. Über die militärische Lage in den Ardennen verlor Hitler in der Neujahrsansprache, wie gesagt, kein Wort. Für die Frankfurter hatte das Jahr 1945 genauso begonnen, wie das alte Jahr aufgehört hatte, nämlich mit dem durch Mark und Bein gehenden Geheul der Luftschutzsirenen. Gleich am 1. Januar morgens 9.55 Uhr heulten die Sirenen und dieses an- und abschwellende Geheul haben die Leute dann ihr ganzes Leben lang auch nicht mehr vergessen. Sie hatten dann in der Regel 10 Minuten Zeit, um sich in einen Luftschutzkeller, einen Bunker in Sicherheit zu bringen. Unter dem Karmeliterkloster, in dem sich ja heute das Institut für Stadtgeschichte befindet, bestand damals ein öffentlicher Luftschutzsammelraum für 575 Personen. Wir befinden uns heute in einem der benachbarten Kellerräume. Mit den Flächenbombardements der Alliierten sollte die Moral der Zivilbevölkerung zermürbt werden. Sie sehen auf dem Bild vom Domturm aufgenommen in Richtung Westen die zerstörte Stadt. 1943 und 1944 hatte Frankfurt schon 12 Großangriffe erlebt. Heute vor genau 77 Jahren, am 22. März 1944, erlitt Frankfurt den schwersten Angriff mit mehr als 1.000 Toten. 800 Bomber der Royal Air Force hatten Kurs auf Frankfurt genommen. Es gab natürlich zahlreiche Verletzte noch und insgesamt etwa 120.000 Obdachlose. Der Gauleiter hatte, als ob er es schon geahnt hätte, im Vorfeld dieser schweren Serie von Luftangriffen, es waren ja eigentlich drei große Angriffe im März 1944 kurz nacheinander, Frankfurt zur Frontstadt erklärt, weil dieser Status die Ausgabe von zusätzlichen Lebensmittelrationen an die Obdachlosen ermöglichte. Er beauftragte mit der Anfertigung eines Plakats, das Frankfurt eben zur Frontstadt erklärte, den Werbegrafiker Hans Schweitzer. Der gebürtige Berliner Schweitzer ist einer der maßgeblichen Werbezeichner der NSDAP gewesen. Als Überzeugungstäter übersetzte er das Selbstverständnis der Partei in eine fanatische, aggressive und einprägsame Bildsprache. Auf seinem Plakatentwurf Frontstadt Frankfurt sieht man eine Luftschutzhelferin, einen Arbeiter mit der Hakenkreuzfahne in der rechten und einen Hitlerjungen mit Luftschutzhelm, die entschlossen dreinblickend auf den Trümmern der Frankfurter Altstadt stehen. Die perspektivische Untersicht und die wehende Flagge bewirken eine Heroisierung dieser Dreiergruppe. Die kursiv gesetzte Antiqua-Schrift unterstreicht die kämpferische Aussage des in den Farben der NSDAP gehaltenen Plakatentwurfs. Frankfurt sollte im Jahr 1945 bis kurz vor das Kriegsende
noch weitere 4 schwere Großangriffe erleben. Der erste folgte am 8. Januar, der nächste dann am 17. Februar und dann kam es nochmal am 8. und 9. März zu einem Doppelschlag. Am 8. Januar 1945 gab es um 11 Uhr Fliegeralarm. Es war also ein Tagesangriff. 137 amerikanische Bomber flogen mit Kurs auf Frankfurt. Der Angriff dauerte eigentlich nur 15 Minuten, aber die offizielle Bilanz verzeichnete 137 Tote, viele Obdachlose. Betroffen waren vor allen Dingen Bockenheim, das Gelände des Hauptgüterbahnhofs, das Gallusviertel und dort vor allem die Adlerwerke und das dortige KZ-Außenlager Katzbach. In den Adlerwerken wurden im Zweiten Weltkrieg Getriebe und Motoren für Panzer- und Militärfahrzeuge unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen produziert. Es war also ein wichtiger Rüstungsbetrieb. Ab August 1944 wurden in den Adlerwerken mehr als 1600 Häftlinge des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof, das lag im Elsass, unter schlimmsten Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Überwiegend handelte es sich um Polen, die bei dem Warschauer Aufstand beteiligt gewesen waren. Bis zur Auflösung des Lagers Katzbach starben mindestens 518 Häftlinge an Hunger, Krankheiten, Folter und eben auch bei Luftangriffen, denen sie mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert waren. Die Unterkunft der Häftlinge auf dem Gelände der Adlerwerke befand sich im Obergeschoss des südöstlichen Werkgebäudes. Bei Fliegeralarm brachte sich die Betriebsleitung und die deutschen Arbeiter in einem stabilen Luftschutzbunker unter dem Werk 1 in Sicherheit. Für die KZ-Häftlinge gab es nur einen Kellerraum im Werk 2 und das Schlimme an diesem Kellerraum war, dass er sich nicht unter dem Gebäude befand, sondern unter der Fahrbahn, unter einem Fahrweg, also unter dem Hof des Werks und deswegen die Bomben direkt auf den Keller gefallen sind. Weil er so unsicher war, haben ihm die Häftlinge den Spitznamen Gummibunker gegeben. Und an diesem Angriff am 8. Januar 1945 wurde dieser Bunker direkt von einer Sprengbombe getroffen. Der Überlebende Henrik Kamasinski sagte später, Zitat, es war ein Massaker. Etwa 50 tote Häftlinge wurden unter den Trümmern geborgen. 44 Verletzte, die im städtischen Krankenhaus notdürftig versorgt wurden, sind auf einer Liste verzeichnet, die ich jetzt im Vorfeld zur Vorbereitung dieses Vortrags in unseren Akten gefunden habe. Und Sie sehen einen Ausschnitt dieser Liste eingeblendet. Wenn Sie genau hinschauen, gibt es auf der Liste rote Unterstreichungen und da handelt es sich um Schussverletzungen. Es ist also ein weiterer Beleg dafür, dass die SS-Wachmannschaft während der Panik, die bei diesen Fliegerangriffen geherrscht hat, auf die Gefangenen das Feuer eröffnet hat. Der letzte große Angriff auf Frankfurt fand, wie gesagt, am 9. März 1945 statt. Es kamen noch einmal 400 Bomber, es war wieder ein Tagesangriff. Zielgebiet war erneut das Hauptgüterbahnhofgelände und die Heddernheimer Kupferwerke. 70 Tote, viele Verletzte, große Zerstörung waren die Folge. Ungewöhnlich ist bei diesem Angriff, dass neben den ganzen Spreng- und Brandbomben auch 220.000 Exemplare der Flugblattzeitung Nachrichten für die Truppe abgeworfen worden sind. Sie sehen ein Exemplar eingeblendet. Es handelt sich um ein etwas späteres Exemplar vom 18. März 1945. Und diese Flugblattzeitungen waren Teil der psychologischen Kriegsführung. Es waren Propagandawerkzeuge. Auf dieser Flugblattzeitung
sehen Sie, dass eben der Oberbefehlshaber der Westalliierten Eisenhower die Einwohner von Frankfurt und Mannheim auffordert, die Kampfzone zu verlassen. Nun ging es ihm dabei natürlich nicht in erster Linie um das Wohl der Bevölkerung. Vielmehr wollte man eben durch diese Fluchtbewegung die Zufahrtsstraßen zur Front verstopfen und die deutsche Wehrmacht dadurch behindern. Auf der Gegenseite ist sehr auffällig, dass in der Rhein-Mainischen Zeitung, der NSDAP-Zeitung für Frankfurt, im Januar, Februar und März 1945 zahlreiche Artikel veröffentlicht worden sind, in denen über die Gräueltaten der Amerikaner und Berichten ausführlich berichtet wird, um eben Angst und Hass in der Bevölkerung zu schüren. Seit Dezember 1944 konnte man in Frankfurt bei Westwind und vor allen Dingen in den Nächten das Wummern der Artillerie von der Front hören. Mitte Februar 1945 wurde es mit dem Näherrücken der Kampflinie immer schwieriger, den Kanonendonner von dem Geschützfeuer der umliegenden Flakstellungen zu unterscheiden. Um gegen einen überraschenden Angriff von Fallschirm- und Luftlandetruppen gewappnet zu sein, erteilte der Frankfurter Stadt- und Kampfkommandant Generalmajor Friedrich Stemmermann am 5. Februar 1945 eine Kampfanweisung, der zufolge kriegswichtige Objekte wie die Mainbrücken zu sichern und die Stadt, Zitat, bis zum letzten Mann zu verteidigen waren. Vorsichtshalber sollten für eine Sprengung der Brücken alle Vorkehrungen getroffen werden. Zur Verteidigung der Stadt unterstanden der Kommandantur sämtliche Einheiten der Wehrmacht, der Polizei, der SA, der Waffen-SS und des Volkssturms. Bei genauerem Hinsehen gliederten sich die Einheiten der Wehrmacht am Standort Frankfurt im Wesentlichen in das Grenadier-Ersatz- und Ausbildungsbataillon Nummer 81, ein Landschützen-Ersatzbataillon, das diente aber eigentlich nur zur Bewachung von militärischen Lagern und Liegenschaften, das waren also eher ältere Soldaten. Dann gab es noch die Flakgruppe Frankfurt sowie ein nicht einsatzfähiges ungarisches Infanteriebataillon. Mit diesen unerfahrenen, zusammengewürfelten Einheiten war gegen die übermächtige Militärmaschinerie der US-Armee kaum etwas auszurichten. Das in der Ardennenoffensive eroberte Gebiet war bis Ende Januar 1945 im Zuge des alliierten Gegenschlags wieder verloren gegangen. Mit fast 19.300 Gefallenen gerieten die schweren Kämpfe in den Ardennen für die US-Armee zu einer der verlustreichsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Auf deutscher Seite fielen mehr als 17.200 Soldaten. Doch während die US-Armee ihre Verluste an Soldaten und Material rasch wieder mehr als ausgleichen konnte, hatte die Wehrmacht nun kaum noch verfügbare Reserven, sodass sich der Untergang von Hitler-Deutschland eher noch beschleunigte. Die Rote Armee ihrerseits hatte unterdessen die Konzentration der besten deutschen Divisionen an der Westfront genutzt und war im Januar 1945 von der Weichsel bis zur Oder vorgestoßen. Ihre Angriffsspitzen standen damit nur noch 80 Kilometer vor Berlin. Auf der Karte können Sie sehr schön sehen, wie sich die Westalliierten und die Rote Armee in das deutsche Reichsgebiet vorgearbeitet haben. An der Westfront auffällig der Ruhrkessel bei Essen durch eine Umfassung von britisch-kanadischen Truppen und Einheiten der US-Armee entstand im Ruhrgebiet ein Kessel, in dem ungefähr 300.000 deutsche Soldaten gefangen genommen worden sind. Und unterhalb dieses Kessels, dieser Pfeil, der sich dann aufdröselt, Sie sehen auch Frankfurt eingetragen, das ist der Weg der dritten US-Armee, die dann vor allen Dingen nach unten Richtung Pilsen ins Tschechische abbiegt. Das zeigt eben den Vormarsch dieser Einheiten, die dann auch nach Frankfurt gekommen sind.
Bevor sich die Reste der geschlagenen deutschen Armee am Ostufer des Rheins neu formieren und in Stellung gehen konnten, setzten in der Nacht vom 22. zum 23. März 1945 Einheiten der 3. US-Armee unter General George S. Patton bei Oppenheim handstrichartig über den Fluss. Nachdem Pioniere innerhalb kürzester Zeit eine Pontonbrücke über den Rhein gelegt hatten, gelang es 5 von zusätzlichen Artillerie- und Panzerbataillonen unterstützten Regimentern, den Brückenkopf gegenüber von Darmstadt binnen 36 Stunden auf die Tiefe von etwa 7 Kilometern auszudehnen. Der deutsche Stab bei Groß-Gerau erkannte sofort die Gefahr, die von dem neuen Brückenkopf ausging. Bei einer Vereinigung der Brückenköpfe von Remagen und Oppenheim wäre das Rhein-Main-Gebiet zur Falle geworden. Kesselring entschied daher, mit allen zur Verfügung stehenden Kräften bei Groß-Gerau einen Abwehrriegel aufzubauen, der den amerikanischen Brückenkopf, wenn möglich, sogar wieder zurückschlagen sollte. An den Frankfurter Kampfkommandanten Stemmermann erging am Vormittag des 24. März der Befehl, auch die ihm unterstehenden Einheiten nach Groß-Gerau vorauszuschicken. Die Bedenken Stemmermanns, dass es sich dabei um kampfunerfahrene, überalterte und schlecht ausgerüstete Verbände handele, fanden bei Kesselring kein Gehör. Noch in der Nacht zum 25. März mussten die Einheiten, darunter das Landesschützenersatzbataillon, ein Volkssturmbataillon und eine Hundertschaft Polizeireservisten, in ihre Einsatzräume an der Front abrücken. Als Stemmermann bei einer Erkundungsfahrt auf das Volkssturmbataillon stieß, war er über die klägliche Ausrüstung und den erbärmlichen Zustand der Milizionäre so bestürzt, dass er sie nach Frankfurt in die Marbach-Kaserne zurückbeorderte. Das Landesschützenbataillon geriet in Groß-Gerau unter Artilleriebeschuss und wurde noch bevor es überhaupt an die vorderste Kampflinie kam, aufgerieben. Die amerikanischen Truppen überrollten die aus Frankfurt in Marsch gesetzten Einheiten und machten dabei viele Gefangene. Sie sehen hier eine Fotografie eines amerikanischen Armeefotografen, das die Panzer und GIs der 3. US-Armee beim Vormarsch auf die Stadt Frankfurt am 24. März 1945 zeigt. Und gleich im Anschluss noch ein Bild, da ist gut zu identifizieren an der Brückenaufschrift, dass die Amerikaner eben auch Teile der Autobahn für ihren Vormarsch benutzten und hier eben an dem Abschnitt Frankfurt Süd vorbeiziehen. Während die 6. US-Panzerdivision am 25. März weiter auf die Gau-Hauptstadt zurollte und letzten Widerstand bei Walldorf und Langen brach, erreichte die 5. US-Infanteriedivision zwischen Rüsselsheim und Raunheim den Main, wobei sie unter schweres Abwehrfeuer der in Frankfurt stationierten Artillerie geriet. An der Fassade des ausgebombten Römers standen seit Tagen hastig mit weißer Farbe aufgepinselte Durchhalteparolen zu lesen: Führerbefehl, wir folgen, oder der Sieg wird unser sein. Sie können es auf dem noch einmal eingeblendeten Blick vom Domturm in Richtung Römer leider nur schwach erkennen als kleine weiße Flecken an der Fassade des zerstörten Römers. Weil aber nur noch eine kleine Minderheit wirklich an den Endsieg glauben wollte, richteten sich die Drohungen der NS-Führung zunehmend gegen die eigene Bevölkerung. In der Rhein-Mainischen Zeitung vom 23. März 1945 warnte die Gauleitung Volkssturmmänner davor, den Wohnort ohne schriftliche Genehmigung ihres Kompanieführers zu verlassen. Vom Kontroll- und Streifendienst aufgegriffene Angehörige dieses letzten Aufgebots mussten mit, Zitat, empfindlicher Bestrafung rechnen. In derselben Ausgabe des NSDAP-Organs berief Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Sprenger die Jahrgänge von 1928 bis 1930, also 15- bis 17-jährige Jungs, zum Stellungsbau ein.
Wer sich nicht bis zum 25. März bei der zuständigen Banddienststelle der Hitlerjugend meldete, werde mit seinen Eltern vor ein Standgericht gestellt. Unter Berufung auf einen Geheimbefehl der Parteikanzlei und dem Betreff Vorgehen seitens der Partei zur Entschachhaltung der Volksgenossen bis zum Kriegsende hatte Sprenger schon im Februar 1945 die Kreis- und Ortsgruppenleiter auf ein, Zitat, radikales Vorgehen gegen die in ihrer politischen Festigkeit und Willenskraft schwankend werdenden Volksgenossen eingeschworen. Die Verbreiter von Gerüchten über eine bevorstehende deutsche Niederlage sollten von der Gestapo verhaftet und gegebenenfalls in ein Konzentrationslager eingewiesen werden. Volksgenossen, die sich kampflos ergeben oder fliehen wollten, befahl Sprenger, Zitat, rücksichtslos mit der Waffe niederzuschießen oder, wenn es angebracht ist, zur Abstreckung der Bevölkerung mit dem Strang hinzurichten. Während die Angehörigen des Volkssturms oder der, Entschuldigung, wenn von den Angehörigen des Volkssturms oder der Hitlerjugend erwartet wurde, dass sie für die in den letzten Zügen liegende NS-Diktatur ihr Leben opferten, erteilte Sprenger den Kreisleitern der NSDAP im selben Atemzug die streng geheime Anweisung, sich beim Herannahen der US-Armee in die Mitte des verbliebenen Großdeutschlands abzusetzen. Bevor sie sich aus dem Staub machten, hatten die Kreisleiter die Spuren der in den vergangenen 12 Jahren begangenen Verbrechen zu verwischen. Sämtliche Akten, insbesondere die Geheimakten, so der Befehl des Gauleiters, sind vorher restlos zu vernichten. Unter allen Umständen müssen vernichtet werden die Geheimakten über den Aufbau nach dem Kriege, die Säuberung unter den Parteigenossen, die Verwaltung, Abschreckungsarbeiten in den KZs und die Ausrottung verschiedener Familien. Zitat Ende. Mitarbeiter der geheimen Staatspolizei hatten schon im Januar 1945 damit begonnen, im Garten der Frankfurter Gestapo-Zentrale in der Lindenstraße 27 alle schriftlichen Unterlagen zu verbrennen. Der ehemalige Leiter des Hessischen Hauptstaatsarchivs Wiesbaden und einer der besten Kenner der aus der Zeit des Nationalsozialismus für Frankfurt überlieferten Aktenbestände, Volker Eichler, schätzt, dass bis zur Aufgabe des im Westend gelegenen Dienstgebäudes etwa 100.000 Akten vernichtet worden sind. Als die amerikanischen Truppen in den letzten Märztagen die Frankfurter Gestapo-Zentrale durchsuchten, fanden sie jedenfalls keine verwertbaren Unterlagen mehr vor. Verbrechen gegen die Menschheit, wie sie von den Nationalsozialisten begangen worden sind, lassen sich aber nicht verheimlichen. So ist die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Gemeinde, der um 1930 in Frankfurt noch fast 30.000 Personen angehört haben, auch dank der engagierten Forschungsarbeit der Kolleginnen und Kollegen beim Jüdischen Museum und beim Fritz-Bauer-Institut trotz aller Aktenverluste sehr gut dokumentiert. Demnach liegen Angaben über 12.800 ermordete Juden aus Frankfurt vor, die dem antisemitischen Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind. Die Gestapo ließ von Oktober 1941 bis wenige Tage vor dem Eintreffen der US-Armee im politischen Einvernehmen mit der Gauleitung und der Stadtverwaltung mehr als 10.200 Juden aus Frankfurt gewaltsam in Ghettos und Konzentrationslager deportieren. Auf die Massendeportationen 1941 und 1942 waren zahlreiche kleinere Verschleppungen gefolgt. Dass am 14. Februar 1945 noch 302 in nicht privilegierter Mischehe lebende als jüdisch geltende Menschen und Kinder aus diesen Ehen, sogenannte Geltungsjuden, und sogar noch am 15. März, also 2 Wochen vor der Befreiung durch die Amerikaner, 5 Personen aus Frankfurt in das Ghetto nach Theresienstadt deportiert worden sind, zeigt, wie tief der Antisemitismus in den Köpfen der Nationalsozialisten verankert gewesen ist. Bei der sogenannten
Evakuierung von Strafgefangenen und KZ-Häftlingen verübten Gestapo- und SS-Einheiten ungezählte Kriegsverbrechen. Am Rande des Vogelsbergs befand sich in der Gemeinde Hirzenhain ein der Frankfurter Gestapo unterstehendes erweitertes Polizeigefängnis für Frauen, das zugleich als Arbeitserziehungslager für weibliche Häftlinge diente. Mit Strafgefangenen und Zwangsarbeitern aus anderen Lagern mussten die Frauen für die Breuerwerke AG schuften, die in dem abgelegenen Niddertal Teile für den Bau von Kampfpanzern produzierten. Die Gebäude des Arbeitserziehungslagers waren als Ausweichsquartier für die vorgesetzte Dienststelle der Frankfurter Gestapo, den in Wiesbaden stationierten Stab des Befehlshabers des Sicherheitsdienstes Rheinland-Westmark, SS-Oberführer Hans Trumler, vorgesehen. Als amerikanische Truppen den Rhein erreichten, erging an den Frankfurter Gestapo-Chef SS-Sturmbannführer Reinhard Breder der Befehl, das Lager in Hirzenhain innerhalb eines Tages zu räumen. Trotz des Räumungsbefehls traf in der Nacht zum 24. März aber noch ein Transport von 44 weiblichen Gestapo-Häftlingen aus dem Frankfurter Polizeigefängnis an der Klappergasse in Hirzenhain ein. Trumlers Adjutant, der SS-Hauptsturmführer Anton Wrede und Breder verständigten sich darauf, sowohl die überwiegend aus Russland und Polen stammenden Neuankömmlinge als auch die noch im Lager verbliebenen, vermutlich marschunfähigen Gefangenen einer Selektion zu unterziehen. Im Morgengrauen des 26. März 1945 wurden dann die am Vortag herausgedeuteten 81 Frauen und 6 Männer von einem SS-Exekutionskommando ermordet und in einem Massengrab verscharrt. SS-Oberführer Trumler und sein Stab haben sich am 26. März 1945 nur für wenige Stunden in Hirzenhain aufgehalten und sich anschließend nach Ohrdruf, dem berüchtigten Außenlager des KZ Buchenwald, abgesetzt. Die Lagerverwaltung des KZ Buchenwald registrierte kurz darauf, am 30. März 1945, den Neuzugang von 280 Häftlingen aus dem aufgelösten KZ-Außenlager Katzbach der Adlerwerke in Frankfurt. Die Amerikaner sollten bei der absehbaren Einnahme der Stadt Frankfurt keine lebenden Beweise für ein Konzentrationslager vorfinden, für die sie die Täter hätten verantwortlich machen können. Für den Abtransport marschunfähiger und todkranker Häftlinge in das bei Celle gelegene Konzentrationslager Bergen-Belsen ließ die Lagerleitung am 16. März etwa 10 Eisenbahnwaggons auf dem Gelände der Adlerwerke bereitstellen, in die schätzungsweise 500 Häftlinge teils getragen, teils von der SS hineingetrieben wurden. Bevor sie die Waggons verschlossen, warfen die SS-Männer noch in jeden Waggon etwa 15 Brote, etwas Margarine und Dauerwurst hinein. Dann wurde der Gefangenentransport für 2 Tage auf dem Rangiergleis der Adlerwerke abgestellt. Als einer der wenigen Überlebenden des Transports und des Aufenthalts in Bergen-Belsen schilderte Josef Marcinkowski in seiner Autobiografie das Leiden in den Waggons auf dem Abstellgleis. Ich zitiere: "Wir schrien vor Müdigkeit und Durst und auch deswegen, weil wir unsere Geschäfte nicht erledigen konnten. Am Ende erledigten wir das so, wie wir gerade standen. In dieser Zeit starben in unserem Waggon 10 Kranke. Wir stapelten sie am Ende des Waggons einen auf den anderen. Brot, Margarine und Salami hatten wir sofort verschlungen, sodass wir unheimlich hungrig waren und grausamen Durst litten, als sich der Zug ins Ungewisse in Bewegung setzte. Unterwegs, mehrfach von Tiefliegern beschossen, erreichte der Transport am 23. März Bergen-Belsen. Bei der Ankunft, so erinnerte sich Josef Marcinkowski später, lagen in jedem Waggon Berge von Leichen.
und lediglich 8 Häftlinge aus den Adlerwerken hätten am Ende das Inferno von Bergen-Belsen überlebt. Im Frankfurter Gallusviertel mussten die verbliebenen Häftlinge des KZ-Außenlager Katzbach am späten Abend des 24. März 1945 zu einem Todesmarsch ins 130 Kilometer entfernte osthessische Hünfeld aufbrechen. In 4er-Reihen bewegte sich der Elendszug von ungefähr 350 ausgemergelten KZ-Häftlingen, angeführt von dem Lagerkommandanten, SS-Hauptscharführer Erich Franz, und bewacht von rund 30 SS-Männern, entlang des nördlichen Mainufers und über die Hanauer Landstraße bis zur Stadtgrenze in Fechenheim. Auf dem Weg nach Dörnigheim begann die SS damit, die auf einem von den Häftlingen gezogenen Handwagen liegenden Typhuskranken und jeden, der das Marschtempo nicht mehr einhalten konnte, mit Genickschüssen hinzurichten. Die Leichname wurden einfach am Strand achtlos verstarrt oder liegen gelassen. Die Überlebenden des Fußmarschs wurden am 29. März in Hünfeld auf Güterwaggons verladen und in das KZ Buchenwald transportiert, wo am nächsten Tag nur noch 280 Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Katzbach eintrafen. In Frankfurt spitzte sich die Lage von Tag zu Tag zu. Gerüchte machten die Runde und die Gauleitung sorgte mit einander widersprechenden Anordnungen für zusätzliche Konfusion. Unter dem Eindruck der Überschreitung des Rheins durch die 3. US-Armee hatte Gauleiter Sprenger am 23. März angeordnet, dass die Gau-Hauptstadt unter allen Umständen gehalten werden müsse und deshalb keine arbeitsfähigen Männer oder Frauen die Stadt mehr verlassen dürften. Bei Nichtbeachtung drohte die Verurteilung durch Standgerichte wegen Fahnenflucht. Am darauffolgenden Tag begann Sprenger zurückzurudern und vollzog am Abend eine vollständige Kehrtwende, indem er über den Sender der Gauleitung den Befehl gab, aufgrund der akuten Feindbedrohung die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach sowie Teile des Rhein-Main-Gebietes sofort zu räumen. In der Rhein-Mainischen Zeitung, die am 25. März mit einer Notausgabe zum letzten Mal erschien, bekamen es die Volksgenossen unter der Überschrift »Kein Deutscher fällt in die Hände des Feindes« auch noch einmal schwarz auf weiß mitgeteilt, dass sie sich mit Marschpflegung zu versehen und aus der Gefahrenzone zu begeben hatten. Der Räumungsbefehl zeugte vom endgültigen Realitätsverlust bei der NS-Führung, denn für eine Massenflucht solchen Ausmaßes waren keinerlei Vorkehrungen getroffen worden. Obwohl die Befolgung des Befehls nicht mehr kontrolliert wurde, kehrten am Palmsonntag 1945 weitere Einwohner der Stadt den Rücken. Während sich der Gauleiter in seinem Dienstwagen Richtung Thüringen absetzte und weitere NSDAP-Funktionäre seinem Beispiel folgten, musste das Gros der Flüchtlinge zu Fuß gehen. In der Chronik der katholischen Pfarrerei Bonnames ist unter dem Datum des 25. März 1945 der Flüchtlingsstrom dokumentiert. Zitat: Den Tag über zogen Tausende von Flüchtlingen in Richtung Bad Homburg aus der Stadt hinaus. Darunter zahllose ausländische Arbeiter, Männer, Frauen, Kinder, alle zu Fuß und schwer bepackt. Am anderen Ende der Stadt beobachtete Fritz Hess in Höchst das gleiche Phänomen. Auf den Straßen, heißt es in den Erinnerungen des Höchsters am Palmsonntag 1945, ist ein großes Gelaufe von flüchtenden Familien. Wir und der größte Teil unserer Bekannten und Freunde haben beschlossen zu bleiben und die Ereignisse über uns hinweggehen zu lassen. Wir haben alle Maßnahmen getroffen, Möbel, Kleider, Wäsche und anderen Hausrat in den Keller zu schaffen. Es geht, das Gerücht, der Feind stünde schon bereits östlich von Hanau. Mit der Familie Hess harrten Ende März 1945 schätzungsweise noch 200.000 der bei Kriegsbeginn etwa 553.000 Einwohner in Frankfurt aus. Wir warten, so Fritz Hess, auf das, was kommen wird. Nachmittags 4 Uhr und abends 8 Uhr Alarm. Den ganzen Abend sind heftige Detonationen
vermutlich Sprengungen zu hören. Auf direkten Befehl des Oberbefehlshabers Westgeneralfeldmarschall Kesselring wurden am 25. März 1945 in Frankfurt die Main-Neckar-Eisenbahnbrücke, der Eiserne Steg und die Obermainbrücke von einer Pioniereinheit gesprengt. Die alte Brücke, die Adolf-Hitler-Brücke, das ist also die vorherige und heutige Untermainbrücke, und die Wilhelmsbrücke, das ist die heutige Friedensbrücke, sollten am nächsten Tag rechtzeitig vor dem Eintreffen der amerikanischen Truppen zerstört werden. Und von dem Bild der für die Sprengung vorbereiteten Untermainbrücke existiert ein Foto, das Sie jetzt eingeblendet sehen. Es scheint noch etwas Zeit zu sein, Neugierige und Passanten stehen auf der Brücke, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass dort Bomben und Granaten schon bereit liegen, um eben die Brücke in die Luft zu jagen. Die ersten Einheiten der 6. US-Panzerdivision rückten am Montagnachmittag, den 26. März, über die Forsthaus- und Gartenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen ein, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Ein Panzer soll allerdings an der Ecke Holbeinstraße und Schaumainkai, also zwischen der Rudergesellschaft Germania und dem Städel, durch einen Panzerfausttreffer außer Gefecht gesetzt worden sein. Ein weiterer US-Panzer blieb bei dem Versuch, die Wilhelmsbrücke zu überqueren, in den dort herumliegenden Trümmern stecken. Zuvor waren aber noch zwei Kompanien des 9. US-Panzergrenadierregiments über die zu diesem Zeitpunkt noch unzerstörte Wilhelmsbrücke auf die Frankfurter Seite gestürmt. Erst dann gelang es den deutschen Pionieren, die vorbereiteten Sprengsätze zu zünden, wodurch aber auch nur Teilstücke aus den Gehwegen beiderseits der Fahrbahn herausgerissen wurden. An der Friedberger Warte postierte Artillerie und für den Erdkampf umgerüstete Flakbatterien am Niederurseler Hang, auf der Ginnheimer Höhe und in der Mainschleife bei Fechenheim nahmen die umkämpfte Mainbrücke unter Dauerfeuer, konnten das Zerstörungswerk aber nicht vollenden. Auf einer weiteren Fotografie eines amerikanischen Frontfotografen sehen Sie, wie GIs eine Barrikade am Mainufer überwinden. Und wenn man genau hinschaut, sieht man dort auch noch zwei Panzerfäuste stehen, die nicht abgefeuert worden sind. Also die Besatzer dieser Barrikade müssen offensichtlich fluchtartig das Weite gesucht haben. Die in Niederrad auf der ehemaligen Trainingsbahn des Gestüts Waldfried und in Sachsenhausen in Stellung gegangene amerikanische Artillerie belegte das Westhafen-, Gutleut- und Bahnhofsviertel mit Granatfeuer. Als sich der erste Kampftag in Frankfurt dem Ende zuneigte, umfasste der amerikanische Brückenkopf am nördlichen Mainufer bereits 10 Häuserblocks, die von 3 Kompanien, also etwa 600 GIs, gehalten wurden. Angesichts dieser Überlegenheit des Gegners stoppte Kampfkommandant Stemmermann die Vorbereitungen für einen nächtlichen Gegenangriff, für den nur eine unerfahrene Rekrutenkompanie der 81er zur Verfügung stand. Wutentbrannt enthob ihn daraufhin der Oberbefehlshaber West Kesselring mit der Ankunft eines Nachfolgers seines Postens als Kampfkommandant. Von Stemmermann sehen Sie eine Aufnahme in voller Uniform. Er ist im August 1944 mit 52 Jahren zum Frankfurter Stadtkommandant ernannt worden und dann im Februar 1945 zum Kampfkommandanten umbenannt worden. Um es schon vorwegzunehmen, er wurde dann Anfang April von den Amerikanern gefangen genommen, hat den Krieg also überlebt und ist 1970 in Baden-Baden gestorben. Das nächste Bild zeigt seinen Nachfolger als Kampfkommandanten, Oberstleutnant Erich Löffler, der am Dienstagvormittag, den 27. März, auf Befehl Kesselrings die Leitung der Verteidigung der Stadt Frankfurt übernahm. Auf dem Foto sehen Sie Löffler noch
als Oberleutnant. Um 1940 wurde das Bild wahrscheinlich aufgenommen. Löffler liegt heute auf dem Frankfurter Hauptfriedhof begraben. Um möglichst nah am Geschehen zu sein, ließ Löffler gleich nach seiner Ankunft seinen Gefechtsstand im ersten Obergeschoss der Taunusanlage 12 einrichten. Auf dem Gelände stehen heute die Doppeltürme der Deutschen Bank. Von Stemmermann in die militärische Lage eingewiesen, musste auch Löffler erkennen, dass aufgrund der geringen eigenen Kräfte und der drohenden Einkesselung durch die östlich und westlich von Frankfurt vorbeistoßenden US-Truppen die Stadt nur mit hinhaltendem Widerstand verteidigt werden konnte. An einen Häuserkampf bis zur letzten Patrone, wie er von der militärischen Führung erwartet wurde, war jedenfalls überhaupt nicht zu denken. Eine Volkssturmeinheit soll Löffler mit den Worten »Was soll ich mit den alten, nicht ausgebildeten und praktisch nicht bewaffneten Leuten anfangen?« nach Hause geschickt haben. Löffler und sein Stab waren gerade dabei, die Zurücknahme der Frontlinie und die Verlegung des Gefechtsstandes in die Kaserne am Marbachweg in Bräungesheim vorzubereiten, als gegen 15 Uhr mehrere Granaten in die Kommandantur an der Taunusanlage einschlugen. Eine Granate explodierte direkt im Stabszimmer, verletzte Löffler tödlich und den noch anwesenden Stemmermann schwer. Die Verwundeten wurden aus der Kampfzone gebracht. Die US-Einheiten hatten sich bis auf 300 Meter bereits genähert und erhielten auf dem Hauptverbandsplatz im Keller der Alten Oper eine Erstversorgung. Anschließend kamen sie entweder in das von der Wehrmacht als Reservelazarett beschlagnahmte Bürgerhospital oder in das Luftwaffenlazarett an der Friedberger Warte. Beide waren mit zusammengerechnet mehr als 700 verwundeten und erkrankten Soldaten heillos überfüllt. Im Bild sehen Sie noch einmal eine Aufnahme aus diesen Tagen. Ich vermute mal am 27. oder 28. März 1945 entstanden. Sie sehen, wie Passanten mehr oder weniger achtlos an zwei gefallenen deutschen Soldaten vorbeigehen. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass da sogar noch zwei Handgranaten neben den beiden Soldaten liegen, die noch nicht eingesammelt worden sind. Im Hintergrund ist die Gutleut-Kaserne zu sehen. Nach dem Ausfall der Kommandantur brach der militärische Widerstand endgültig zusammen. Während sich die versprengten deutschen Einheiten am Mittwoch in Richtung Bad Vilbel zurückzogen, rückten die US-Einheiten eigene Verluste möglichst vermeidend direkt hinterher. Und auf dem vorletzten Bild sehen Sie, wie Kolonnen von GIs durch die Berger Straße in Richtung Seckbach ziehen, ungefähr auf der Höhe der Hausnummern 232 und 236. Die Bevölkerung steht Spalier und wenn man so in die Gesichter schaut, eigentlich gar nicht ängstlich, sondern eher neugierig. Schätzungen gehen davon aus, dass die Kampfhandlungen in Frankfurt auf beiden Seiten etwa 150 Menschenleben gefordert haben. Der amerikanische Frontsender verkündete am Nachmittag des 29. März 1945 die Einnahme der Stadt Frankfurt. Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 trauerte Frankfurt am Main um etwa 36.000 Opfer der NS-Diktatur, darunter mehr als 18.000 gefallene Soldaten und 12.800 ermordete Juden. Die Main-Metropole lag nach 12 Jahren Nationalsozialismus in Trümmern. Dennoch wird den meisten das Kriegsende, wie ich zitiere die Braunheimerin Hedwig Horn, eine Erlösung nach fürchterlichen Zeiten vorgekommen sein. Der Krieg ist aus, freute sich die 25-Jährige im Mai 1945 und Frankfurt war von der NS-Herrschaft befreit. Vielen Dank.